Schwarz und Gelb, die Farben der Grafenfamilie, Ultramarinblau, die Lieblingsfarbe des Fürsten. Seit fast 150 Jahren weilt Fürst Pückler nicht mehr unter uns. Am 4. Februar 1871 ist er gestorben. Zum Gedenken stieg heute die neu interpretierte Pückler-Fahne hoch in die Luft. Vor 2 Jahren wurde dafür der Fahnenmast an der Landpyramide erneuert, nach historischem Vorbild. Man weiß von Abbildungen, von Fotos, kurz nach der Bauzeit der Pyramide, dass dort oben ein Fahnenmast stand. Den hat man 2018 wieder dort errichtet, als man die Pyramide in Teilen saniert hat. Also die Bekrönung wurde saniert, die Konturen wurden etwas saniert. Und ja, deswegen haben wir jetzt seit knapp 2 Jahren die Möglichkeit, wieder zu besonderen Anlässen die Pückler-Flagge zu hissen. Pückler ließ die Landpyramide zwischen 1862 und 1865 aus Erde errichten. Heutzutage fragen sich die Besucher, ob dort jemand begraben wurde. Schließlich ließ sich der Fürst ja auch selbst unter der Seepyramide beisetzen. Geht immer mal wieder so ein bisschen der Mythos um, da ist Pücklers Lieblingshund begraben oder das Lieblingspferd. Die beiden Lieblingstiere sind im Park begraben, haben da auch gesonderte Grabplätze bekommen. Aber in der Landpyramide, wie schon ganz richtig gesagt, sollte ursprünglich die Fürstin beigesetzt werden. Als die Fürstin starb 1854, war die Pyramide aber noch gar nicht gebaut. Fürstin Lucy und Pückler ruhen also beide im Tumulus auf dem Wasser. Besucher des Branitzer Parks können seit heute wieder die Fahne des Fürsten bestaunen.